Hier nochmal ein kurzer Nachtrag. Und zwar hatte ich ja eigentlich vor, an den Fenstern zu arbeiten, beziehungsweise mit ihm mal anzuschauen. Aber ich habe mich so ein bisschen verquasselt und ein bisschen hier zu lange rumgedrückelt auf der Baustelle. Dann waren eben schon Helfer eingeladen, die waren dann auch da. Und wir hatten jetzt hier dann uns fokussiert auf Schlitze im Erdgeschoss, beziehungsweise halt auf die Unterputzdosen. Also wir haben hier fleißig das Mauerwerk zerstört. Man kann sehen, was da so überall anfällt, auch da drüben in der Ecke und so weiter. Also hier sind wir fleißig gewesen, haben da einiges rausgehämmert aus der Wand und entsprechend Dreck gemacht. Dauert auch alles überraschend lange. Jetzt sind die Helfer eben wieder abgerückt und ich bin hier nach wie vor auf der Baustelle. Und ich hatte jetzt in den letzten Minuten hier so einen kleinen Testaufbau gemacht. Den kann ich mal kurz zeigen. Also ich hatte ja, wie gesagt, hier diese Böcke aufgestellt oder die benutzt halt. Habe da so ein bisschen PE-Schaumfolie drum gemacht, einfach um die Rahmen nicht zuzukratzen. Man kann es hier sehen, wir haben halt innen einen weißen Rahmen. Da ist auch diese Schutzfolie relativ gut aufgebracht, würde ich sagen. Kann man hier sehen. Aber außen, da ist eben so Anthrazitfarben. Und da, finde ich, wurde es stark geschlammt, muss ich sagen. Also das ist nicht gut eingepackt in diese Schutzfolie. Und dementsprechend, das ist halt die Seite, die nach außen geht. Die würde ich mir jetzt ungern nur zerkratzen. Daher versuche ich hier so vorsichtig wie möglich zu sein. Ich werde das Ganze auch wieder nachher ordentlich einpacken. Das muss halt jetzt hier 2-3 Wochen noch so herumstehen. Und jetzt egal, ob ich da jetzt was zerkratze, wird hier nach wie vor, also hier kommt irgendwie der Dachstuhl hin. Da wird bestimmt ein bisschen rauer zugehen und auch Dreck und so weiter entstehen. Und ich werde versuchen, das so gut wie möglich zu schützen. Aber sei es drum, ein anderes Thema. So, und bezüglich der Fensterkontakte habe ich mir jetzt halt den Mechanismus so ein bisschen angeschaut. Zum einen, also als ich das von der Palette genommen habe, sah das tatsächlich so aus, ohne den Griff sogar. Also auch den Griff, den habe ich hier nochmal dran geschraubt, einfach um das Fenster öffnen zu können. Das war verschlossen und um es halt öffnen zu können, so sieht man ja, kommt man an die Innereien überhaupt nicht heran, habe ich den Griff herangeschraubt und dann, man kann dann das hören, oder das ist halt wie bei jedem Fenster, kann man das halt entriegeln. Und da sieht man schon, so ganz easy peasy ist das dann doch nicht. Hier gibt es zum Glück so einen Unterlagschaum, sodass das eben hier auf dem Bock auch auf so einen Schaumstoff aufliegt. Damit kann man das Fenster eben öffnen. Dann sieht man eben auch so das Innenleben. Also hier, das ist ja der Fensterrahmen, der eben im Mauerwerk befestigt wird. Und das kann man hier sehen. Es gibt im Wesentlichen nur zwei Punkte jetzt in dem Fall von dem Fenster, an dem das Fenster wirklich verriegelt oder halt in der Position gehalten wird. Das ist zum einen hier oben im oberen Bereich ein solches Teil. Ich bin leider kein Fensterbauer, daher keine Ahnung, wie das genau heißt. Und hier im unteren Bereich ein ähnliches, aber anderes Teil. Und da passend dazu bewegt sich halt hier im Fensterflügel selbst über, also durch die Bewegung des Griffes, über irgendwelche Getriebe da, die dann da verbaut sind, halt hier ein Mechanismus. Und letztendlich, das ist dieser Knopfpilz, wie auch immer man das hier nennt, und auch dieser hier, der dann hier oben eben bzw. unten eingefahren wird über das Getriebe und dann halt entweder in der Kippstellung oder in der geschlossenen Stellung eben hier hält. Und die Idee ist nun, die Fensterkontakte, oder eine erste Idee, ich musste auch noch mal eine Nacht drüber schlafen und mir das noch mal genauer anschauen, aber eine erste Idee wäre es tatsächlich, man kann es ja hier sehen, es gibt auch noch mal so einen Schutzmechanismus, also den hier, um das Fenster, wenn es jetzt geöffnet ist, eben nicht kippen zu können. Aber man kann das hier sehen, wenn ich versuche, den Fenstergriff hochzudrehen, blockiert das hier halt über diesen Sicherheitsmechanismus. Man kann es aber durchaus aushängen. Also wenn ich das jetzt hier aushänge, gut, mit einer Hand ist das ein bisschen schwieriger. Da muss ich jetzt hier mal ganz nah ran. So, jetzt habe ich diesen Mechanismus hier überwunden und jetzt fahre ich den Fenstergriff in die Gekipptstellung und man kann sehen, es bewegt sich halt hier, wie gesagt, dieser Pilz, der ist jetzt in der maximal linken Position jetzt hier im Bild und in der Mittelstellung, wenn man das Fenster öffnet, ist er halt hier in der mittleren Stellung und wenn man das Fenster schließt, auch hier greift wieder dieser Mechanismus, der dann wahrscheinlich irgendwie im Fenster entriegelt wird, wenn man das dann wirklich verschlossen hat. Wahrscheinlich wird das dann somit umgeklappt hier am Fensterrahmen oder so. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das hier dann dagegen drückt und entriegelt wird.
Jedenfalls, wenn ich das auch händisch hier nochmal tue und das Fenster verschließe, so wie es jetzt eben der Fall ist, dann fährt dieser Mechanismus eben komplett zur rechten Seite. Und jetzt wäre die Idee, eine RCD hier an den Magneten drauf zu kleben. Da muss ich mal schauen. Ich habe Magneten, eventuell passende Magneten sogar dabei. Das muss ich mal ausprobieren, ob da auch nach unten hin genug Spiel ist hier. Also wie sehr das hier, wie viel Toleranz da ist, sodass man den Magneten hier mit unten einbauen kann. Wenn dem so wäre, wenn das passt, dann könnte man hier eben zwei Reed-Kontakte in etwa von hier anbringen und hätte dann schon mal dieses Problem, beziehungsweise halt diesen Mechanismus könnte man dann abfragen über die Position dieser Pilze, wo halt hier der Magnet dran ist. Und entweder ist das Fenster, entweder der Magnet befindet sich eben über dem einen Kontakt oder über dem anderen oder über keinem. Und das entspricht dann den drei Fensterzuständen, die man so haben kann. Das kommt mir gerade am plausibelsten oder am einfachsten vor. Aber auch da muss ich halt weiter herum experimentieren. Das ist jetzt eher so Abteilung basteln. Das ist jetzt hier kein fertiges Produkt. Und da muss man halt schauen, wie man da am besten hinkommt, wie man das schafft. Minimalinvasiv. Das Fenster soll ja nach wie vor wasserdicht irgendwie bleiben. Und ich würde halt ungern hier jetzt großflächig Löcher, Risse oder sonst was reinmachen in den Fensterrahmen. Insofern muss man mal gucken, wie man das halt hinbekommt, ohne jetzt den Fensterrahmen oder das den Fensteraufbau groß zu beschädigen. Ich experimentiere immer weiter. Bis dann. So, das Jugendvorsprech geht hier in die nächste bzw. in eine weitere Runde. Leider ist die Belichtung hier nicht mehr ganz ideal, daher musste ich hier mit ein bisschen künstlichen nicht nachhelfen. Und ja, die Qualität ist sicherlich nicht überragend, aber das ist halt jetzt alles, was um die Uhrzeit noch zu machen ist. Ich hatte jetzt in einem weiteren Schritt eben hier auf diesen, ich nenne das jetzt im Folgenden mal Pilz, auf diesen Pilz, der hier sich bewegt über das Getriebe, hatte ich eben so einen Magneten angebracht, den hatte ich dabei. In weiser Voraussicht, das ist jetzt glaube ich ein 20 mm Magnet, 2 mm stark, 20 mm Durchmesser. Den würde man nachher wahrscheinlich, müsste man den mit einem Tupfen-Sekundenkleber hier fixieren, dass er wirklich sich nicht bewegt, aber ich konnte das Fenster tatsächlich verriegeln, entriegeln, öffnen, schließen und der ist auch so schon an Ort und Stelle geblieben und ist halt hier in diesen Mechanismus ein- und ausgegangen. Der ist ja hier in den Fensterrahmen verschraubt. Das ist ja das, was letztendlich dem Fenster seinen Halt gibt. Das ist halt an der richtigen Stelle hineingeschraubt einfach. Die Schrauben habe ich jetzt kurz mal herausgenommen, um dieses Teil mir anzuschauen. Und eine Idee ist es jetzt eben, hier ein bisschen von diesem Plastikuntersatz ist das, glaube ich. Ich hoffe, das ist nicht Guss, aber das schaut eher aus wie Plastik. Da ein bisschen was herauszufräsen, sodass man hier diese Reed-Kontakte, die ich habe, anbringen kann. Also man kann ja sehen, wie das hier jetzt im Rahmen liegt. Und die Idee wäre jetzt hier im unteren Bereich dieses Graue eben ein wenig herauszufräsen. Selbst wenn das nichts wird und nicht funktioniert, sollte das nicht weiter schlimm sein. Das hier ist ja ein relativ günstiges Teil. Und das wird man sicherlich auch nachbestellen können, selbst wenn das völlig hinüber nachher ist. Und insofern habe ich da jetzt wenig Bauchschmerzen, hier ein bisschen mich auszuprobieren. Und ich nehme dieses Teil jetzt eben mit nach Hause. Nehme das mal als Hausaufgabe mit da nach Hause eben und werde da ein bisschen weiter rum experimentieren. Da ist dann auch die Belichtung und so weiter besser und kann das mal in Ruhe ausprobieren. Und sofern das eben gelingt, wäre der Plan eben diese Reed-Kontakte hier von unten oder von der Seite einzuführen, dann in den Fensterrahmen reinzugehen und dann nach außen. Und eine weitere Überlegung, die ich so angestellt habe, wäre aus Redundanzgründen ein weiteres Paar Reed-Kontakte hier oben einzubauen. Und zwar grundsätzlich sollten die hier unten bereits ausreichen. Aber es ist ja schon so, dass die Reed-Kontakte eben, da kommt man nicht mehr so gut hin. Die Reed-Kontakte kosten quasi nichts. 3 € pro Stück in dem Fall jetzt, die von mir anvisierten. Insofern halten sich hier die Kosten in Grenzen. Damit hätte ich ein bisschen Redundanz, falls mal ein Reed-Kontakt ausfällt oder da irgendwie sowas eingezwickt wird beim Verbauen, hätte man noch den zweiten oder das zweite Paar und müsste erst, wenn auch das kaputt ist, wirklich dieses ganze Fenster herausbauen oder so. Das zumindest ist so ein bisschen eine aktuelle Überlegung. Eine weitere und vielleicht für heute letzte Überlegung. Man kann ja hier sehen, seitlich gibt es eben Vorbohrungen, Löcher. Ich nehme mal an, dass das Fenster in dem Fall jetzt hier eben durch diese 4 Schrauben, 2 zu jeder Seite, dann im Mauerwerk verankert wird, verschraubt wird.
Die gehen auch komplett einmal durch. Das kann man jetzt hier in der Kamera nicht so gut sehen, aber da ist wirklich einmal komplett durchgebohrt. In dem Fall scheint es also so, dass die Schrauben oder die Verankerung halt seitlich geschieht und dementsprechend oben und unten hätte man dann die Möglichkeit halt Kabel entlang zu führen. Oben hätte ich jetzt noch weniger Bauchschmerzen, da das Wasser ja nach unten abfließt. Hier unten habe ich so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt hier was in den Fensterrahmen hineinbohre, dass das halt irgendwie nicht dicht ist. Man kann ja sehen, auch im Fensterflügel gibt es hier irgendwie Öffnungen. Auch das wird irgendwie eine Belüftung, Entwässerung, keine Ahnung sein. Und ja, wenn da halt dann doch mal Wasser hinkommt, weil das Fenster gekippt war oder offen stand durch den Regen, wird das sicherlich seinen Weg da reinfinden. Nach unten hin wird nicht mehr entwässert. Und daher muss ich mir das mal überlegen, wie ich das genau, ob und wie ich das dann tatsächlich mache. Das soll es dann aber für heute tatsächlich gewesen sein. Ich hatte mir jetzt eben die Fenster hier nochmal vor Ort angeschaut, einfach um schon mal ersten Input zu haben und auch ein bisschen drüber schlafen zu können, ein bisschen drüber zu grübeln, wie man das dann letztendlich löst. Und jetzt nehme ich halt dieses eine Bauteil mit, schaue mir das daheim mal an, lasse aber den Rest erstmal hier und mache dann in den nächsten Tagen an dieser Stelle eben weiter. Auch da werde ich dann die nächsten Schritte und hoffentlich Fortschritte auch dokumentieren und euch dabei mitnehmen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.